Gute Nacht hier aus Bern. Wie ihr vielleicht an der roten Wand erkennen könnt. Und es gibt heute am Sonntag, am gerade gewesenen Sonntag, einen typischen Precht, wie ich finde, einen sehr typischen Precht, mit der Überschrift Lob der Vergesslichkeit. Gut ist die Vergesslichkeit. Wie sollte sonst der Sohn von der Mutter gehen, die ihn gesäugt hat, die ihm die Kraft seiner Glieder verlieh und die ihn zurückhält, sie zu erproben? Oder wie sollte der Schüler den Lehrer verlassen, der ihm Wissen verlieh? Wenn das Wissen verliehen ist, muss der Schüler sich auf den Weg machen. In das alte Haus ziehen die neuen Bewohner ein. Wenn die es gebaut haben, noch da wären, wäre das Haus zu klein. Der Ofen heizt, den Haffner kennt man nicht mehr. Der Pflüger erkennt den Laib Brot nicht. Wie erhöbe sich ohne das Vergessen der Spuren verwischende Nacht der Mensch am Morgen? Wie sollte der 6-mal zu Boden geschlagene zum 7. Mal aufstehen, um zu pflügen den steinigen Boden, anzupfliegen den gefährlichen Himmel? Die Schwäche des Gedächtnisses verleiht den Menschen Stärke. Ein typischer Precht, und das bedeutet für mich jedenfalls großartig. Um 1938 hat er das Gedicht geschrieben. Sehr großartig. Ich wünsche euch, dass ihr weiter schlaft, wenn ihr schon geschlafen habt. Und da kann ich euch nur einen guten Morgen wünschen und sage bis gleich, bis zum Montag.